nein, Don, bitte, das geht wirklich nicht so. Führt er immer so ein strenges Regiment? Ja. Ba, 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 ba. Ja, wie? Ach so, du meinst langsamer? Nein, mehr espressivo. Werfen Sie ihm ruhig was an den Kopf. Sei doch dankbar, dass John eingesprungen ist heute Abend. Ja, ja. Also, nochmal von vorne. Noch dazu von einem Moment auf den anderen. Also ich sehe schon, hier wird kein Pardon gegeben. Nein, kaum hat er den Bogen in der Hand, wird er zum Sadisten. Apropos, Miriam, könntest du dich nicht entschließen, diese Takte, wie besprochen, etwas anders zu bringen und die oben auch? Wieso? Ja, da, 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 ba, 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 ba. Oh, Verzeihung, habe ich schon wieder dein Ohr beleidigt? Ja. Wirklich, er ist unerträglich. Ja, ist er denn auch so, wenn dieser Doktor, wie heißt er? Bartman? Ja, wenn dieser Dr. Bartman dabei ist? Der kann es ihm auch nie recht machen. Ach so. Dann bist du also ein Haustyrann, ne? Nein, ein Hausmusiktyrann. Übrigens, Claudia. Ja, lieber Robert. Achter Takt. Abstieg. Forte. Wow, 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 wow. Ja? Lass mich scheiden. Wir sind nicht verheiratet. Gut, dann heirate ich dich. Haben Sie den Mozart wirklich noch nie gespielt? Nein, das D-Moll noch nie. Nur das G-Dur. Das finde ich fabelhaft. Wir arbeiten schon seit Wochen daran. Also es ist einfach... Ja, es ist einfach vollkommen. Also wollen wir dann einmal versuchen, es der Vollkommenheit näher zu bringen. Was hat eigentlich Dr. Bartman gefehlt? Er sagt, er hat sich den Fuß verstaucht. Wirklich? Nein. Ich glaube einfach, seine Frau hat es satt, ihm allein gelassen zu werden. Aber sie müsste sich doch langsam daran gewöhnt haben. Und wir spielen ja auch nur Donnerstag. Naja. Jedenfalls, Robert wird froh sein. Das glaube ich nicht. Der wollte sie schon immer gern dabei haben. Mhm. Der wollte, dass ich mich blamiere. Er hält sehr viel von Ihnen. Er bewundert Sie. Ich wollte Sie immer schon kennenlernen. Mich? Claudia und Robert reden zu viel. In den Zoo hat mich noch nie jemand eingeladen. Ich war nicht mehr hier, seit ich 10 war. Damals habe ich mich dauernd hier herumgetrieben und gezeichnet. Nein, nicht hier. Was haben Sie am liebsten gezeichnet? Giraffen. Ach, eigentlich alles. Vielleicht war der damals schon da. Glaube ich nicht. Und der bestimmt noch nicht. Wenn man sich überlegt, sie sind Monster, aber man empfindet sie nicht so. Ja, warum denn? Was? Ich meine, für mich sind das überhaupt keine Monster. Aber sehen Sie sich doch nur mal Ihre Zähne an oder die Nase, denn das ist ja der Richtige. Mit dem machen Sie einfach alles. Stellen Sie sich vor, Sie hätten so eine Nase. Oh, mein Gott. Bin ich froh, dass wir von Anfang an die Hände genommen haben. Und nicht die Nase. Ja. Wissen Sie, ich... Sonst wären Sie womöglich heute die Herren der Erde. Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht. Sie sind keine Fleischfresser und Sie sind sanftmütig. Nur in der Liebe nicht. Wenn Sie verliebt sind, werden Sie rabiat. Sie haben doch sicher Zoologie studiert, oder? Ja. Ich zeichne Tiere und werde noch dafür bezahlt. So, Elefanten? Seesterne im Moment. Für ein Werk über Stachelhäute.
Als Kind wollte ich Malerin werden. Ich hatte Talent, aber nicht genug. Meine Tochter ist heute schon besser als ich. Ich habe mir ihr Buch über die Assyrer gekauft. Und es gelesen. Was, wirklich? Sie sind ja eine Berühmtheit. Verwechseln Sie mich nicht mit Ihrem Mann. Er ist Politiker. Und dafür ist er leider zu nett. Eigentlich wollte er Historiker werden wie Sie. Was ist ein Historiker? Für die Franzosen hat der Wolf etwas Aristokratisches. Für die Russen nicht, aber die Russen müssen ja auch mit dem Wolf leben. Die Franzosen nicht, jedenfalls nicht mehr. Aber die Russen lieben den Bären. Ja, das stimmt. Und die Inder verehren die Kuh. Ist eben Geschmackssache. Aber gibt es irgendjemand, der Nashörner liebt? Ja. Wer? Ich. Gehen wir zu den Affen. Die Affen sind die Komödianten, an denen bin ich gescheitert. Die habe ich nie zeichnen können. Bürsten Sie Ihre Haare? Hm? Bevor Sie schlafen gehen. Wieso heißt es eigentlich Regent's Park, nach dem Prinzregenten? Also, der Prinzregent musste viele Jahre warten, bis sein verrückter Vater starb und er auf den Thron kam. Und da hat er eben einen Park gebraucht, in dem er so lange auf und ab gehen konnte. Da hinten im Freilichttheater habe ich den Sommernachtstraum gesehen, mit Charlotte, meiner Tochter. In der Pause haben wir Glühwein getrunken. Ich habe gar keine Chance, den Sommernachtstraum zu sehen. Ich habe Söhne. Dann Julius Cäsar. Ja. Sie haben drei Jungen. Das weiß ich von Claudia oder von Robert. Aber keine Tochter. Wissen Sie, wenn Sie sich umsehen und sich mal überlegen, der Verfall dieses Landes, ja, das ist unglaublich. Es gibt tausende Erklärungen dafür, aber im Grunde ist es ganz einfach. England war eine Seefahrernation. Ja, und die Weltmeere sind zusammengeschrumpft, das ist alles. Für mich ist es immer komisch, wenn ich höre... Hm? Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Ich leide darunter. Ja, ich auch. Ich liebe England. Hier stand einmal eine berühmte Villa. Sie gehörte dem zweiten Marquis von Hertford. Er gab ungeheure Partys. Der Prinzregent war oft zu Gast und nahm sich dann die Frau des Marquis. Aber dem hat das nicht so besonders viel ausgemacht. Er war nämlich damit beschäftigt, Bilder zu kaufen. Das war der Anfang der Wallace Collection. Ja, ich weiß, dort hängt der Junge mit den Granatäpfeln. Ja. Und die Frau beim Apfelschälen. Ihr kleines Mädchen schaut ihr zu. Das Mädchen ist viel reizvoller als der Junge. Sie haben sich bestimmt eine Tochter gewünscht, nicht wahr? Ach, gehen wir vielleicht noch hinüber? Nein, nicht heute, ein andermal. Und die drei Porträts von Mrs. Robinson, wer war Mrs. Robinson? Ja, alle liebten sie. Der Prinzregent, der zweite Marquis von Hertford, der dritte, eigentlich ganz London. Glückliche Mrs. Robinson. God bless you, dear Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. God bless you, Mrs. Robinson. Drei Porträts und ein Weltschlager. Sie sehen ihr ein bisschen ähnlich. Polen. Weil ein Pole Papst geworden ist, sind die alle um 5 cm gewachsen. Warum auch nicht? Als wir in Österreich Ferien machten, trat sich meine Tochter Charlotte einen Dorn in den Fuß und bekam fast eine Blutvergiftung. Kann ich anrufen? Sie sind steif hier. Weil sie eine dünne Haut haben. Engländer sind lässig und Dickhäuter. Sie auch? Aber sicher. Sie machen sich lustig über mich. Das ist hübsch. Sie hat mir mein Mann geschenkt. Sehr aufmerksam. Das ist er. Nein, ich nicht. Vergisst er nie den Hochzeitstag? Nie.
Dann haben Sie ja, wie es scheint, das Große losgezogen, oder? Ja. Danke Ihnen. Vielen Dank, John. Es war eine reizende Idee. Was? Heute. Es passiert ja natürlich jeden Tag. Ich meine, dass jemand anruft und sagt, wollen wir zusammen in den Zoo gehen. Ich hatte gehofft, dass Sie anrufen. Kennen Sie die Geschichte von dem Mann und der Frau, die sich bei einem Dinner gegenüber sitzen? Kein Wort miteinander sprechen, immer nur mit anderen. Aber am Ende des Abends, da sind Sie ganz sicher. Ja. Dass sie miteinander schlafen werden. Warum? Was? Das ist eine dumme Geschichte. Vergessen Sie es. Warum erzählen Sie mir es dann? Oh, wer kann das sein? König von Polen. Ich hatte gehofft, dass Sie mich anrufen. Weil ich Sie alles Mögliche fragen wollte. Was? Jetzt habe ich es vergessen. Ich wollte Sie wiedersehen. Ich weiß, wir sollten nicht hier sein. Wo sollten wir sein? Hier. In der Schule hatten einmal eine Freundin und ich furchtbar viel Geld, fast ein Pfund, glaube ich. Wir gingen damit in eine Patisserie in Hempstead und bestellten uns Cremeschnitten. Wir haben Unmengen verschlungen, es war herrlich. Aber wir hatten ein schlechtes Gewissen. Ich kann stundenlang in der Sonne liegen. Leider hat Charlotte eine sehr empfindliche Haut und läuft immer gleich rot an. Sind Ihre Söhne... Ach, die werden einfach schwarz. Und Ihre Frau? Sie verträgt die Sonne nicht. Sie sitzt lieber im Schatten. Und sieht hübsch aus. Ja. Ich habe alles, was ich mir nur wünschen kann. Ein Haus, eine Familie, eine Arbeit, die mir Freude macht. Ich illustriere gerade ein Buch über Spinnen. Und plötzlich fange ich an, hemmungslos zu heulen. Ist das nicht idiotisch? Ich schäme mich so. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Ich muss gehen. Ich verreise übermorgen. Wohin? Nach Schweden. Für wie lange? 2 Wochen. Ja, beruflich. Eine Tagung? So eine Art Seminar. Und da treffen Sie Historiker? Dafür immer nur Historiker. Das heute, das war eine Ausnahme? Ja. Alles. Versprechen Sie mir... Was? Dass Sie niemand treffen als Historiker. Miriam. Sobald ich zurück bin, werden Nein. wir... Wir wollen uns nicht wiedersehen. Warum? Nur manchmal. Ja.
war das Dümmste, was wir tun konnten. Ach, wir konnten es doch nicht ahnen. Sie sind nicht wie du und ich. Die beiden sind ernsthafte Menschen. Reicht das nicht endlich, hm? Worüber regst du dich auf? Ich reg mich nicht. Ich frage nur, ob das nicht endlich reicht. Aber das frisst Bartman alleine. Wir so ein Leben führen, ist was anderes. Was für ein Leben? So ein Vermurkstes. Du mit deinem Gependel zwischen Familie in Greenwich und Sex und Musik bei mir. Ich hänge hier herum. Du hättest ihn nicht einladen sollen. Wir brauchten eine zweite Geige. Imponieren wolltest du ihm. Oh, ich wollte ihm imponieren. Über ein Jahr lagst du mir in den Ohren, dass ich ihn endlich mitbringen soll. Wieso? Warum? Wegen Miriam. Das ist eine Lüge. Ja. Sie kam mir etwas depressiv vor in letzter Zeit. Deshalb. Sie werden sich wahrscheinlich nie wiedersehen. Sie haben sich bereits. Was? Ja. Der raffinierte Bursche hat mir keinen Ton davon gesagt. Segelt ihr am Wochenende? Nein, er ist in Schweden. Er hat mir auch gefallen. Ja, komm, komm, komm. Es genügt, wenn er den Mozart ruiniert hat. Hm? Ach du. Miriam? Bartmann. Hallo, Rudi. Was macht der Fuß? Besser, besser. Ein Glück, dass es nicht die Hand war. Es war auch nicht der Fuß, Rudi. Einer Physiotherapeutin können Sie nichts vormachen. Aber er hinkt doch. Ja, aber was sagt der Vater Freud dazu? Halt den Mund. Haben Sie gespielt? Ja. Mit wem? Oh, mit einem Freund von Robert aus dem Segelclub. War er gut? Ja. Ja. Was haben Sie denn gespielt? Den Haydn? Den Mozart. Und den Fauré. Oh, den Fauré. Kannte er den? Nein, er kannte ihn nicht. Oh, du Ekel. Wir haben den Mozart gespielt und den Mendelssohn. Und er kann ihnen nicht das Wasser reichen. Und Robert war entsprechend gemein zu ihm. Na, er war ein bisschen aus der Übung. Und Miriam? Hat es Miriam Spaß gemacht? Nein. Sie hat sich vermisst. Na ja. Wenn man eingespielt ist, hat es seinen Vorteil. Heiß heute. Ja. Ich wollte mir vorher den Mozart noch einmal 5 Minuten ansehen, aber ich kam einfach nicht dazu. Möchten Sie was trinken? Oh, wenn Sie schon fragen, sehr gern. Aber keinen Alkohol. Orangensaft, bitte. Mhm. Robert? Ja? Whisky? Lieber Kaffee, du Säuferin. Du, Kaffee gibt's erst nachher. Oh. Na gut, ich setze ihn schon auf. Ich musste im letzten Moment noch einen Zahn ziehen. Ganz unnötig. Hm. Aber die gute Frau war überzeugt, dass er raus müsste. Nun, habe ich mir gesagt, soll sie ihren Wunsch haben. Auch wenn der Zahn noch so gesund ist. Es ist Kafkaesk. Nein, Kafkaesk ist es nicht. Aber ich fühle mit dem Zahn. Und dieser Narr im Stuhl vor mir ist mir gleichgültig. Wollen Sie am nächsten Wochenende mit mir segeln? Gott, nein. Ich werde seekrank. Wenn ich das mehr nur sehe, wird mir schon übel. Sehen Sie, was Claudia extra für Sie gemacht hat? Mm. Paté Smetana. Aber wir spielen nicht Smetana. Nein, nein. Sie haben ja einen richtigen Schrecken eingejagt. Ich werde sogar in der Badewanne seekrank. Hallo, Robert. Hallo, Miriam. Guten Abend, Rudi. Wieder in Ordnung? Ich habe gehört, mein Ersatzmann war phänomenal beim Beethoven. Wir haben nicht Beethoven gespielt. Aber er war phänomenal, hä? Er war sehr nett. Robert, mir ist deine Seite gerissen. Ah, gib her. Ich brauche übrigens auch Ihre Hilfe. Bei einer Statistik in einem Fachblatt. Ich bin ein hoffnungsloser Mathematiker. Ja, ja, aber erst spielen wir. Ja, ja. Ja, hoffnungslos. Was war denn los, Rudi? Wie? Letzte Woche. Alles wieder in Ordnung. Sie ist für ein paar Tage zu ihrer Schwester gefahren. Gibt es jemand, der keine Probleme hat? Was? Probleme. Ja, ich kannte ein oder zwei. Beide sind tot. Was hat sie nur angestellt? Zu leidenschaftlich Geige gespielt? Miriam sieht besonders schön aus heute Abend. Ja,
Claudia auch. Ja, ja. Ich meine nur, beide Damen sind bezaubernd. Ja, Rudi. Hier, Rudi. Oh, danke. Danke, Robert. Bitte, Miriam. Jeanette fährt am Wochenende zu ihrer Großmutter. Kommt doch zu mir. Gabriel arbeitet. Wir könnten eine Runde Golf spielen. Golf? Das sieht uns ja niemand zu. Aber sonntags. Und wenn schon, wer kennt uns? Na schön. John hat mich angerufen. Wann? Gestern Abend, aus Schweden. Zu Hause? Gabriel hat eine Nachtsitzung. Er sagt, er habe das gewusst. Ganz schön frech. Ich habe aufgelegt. Wirklich? Nein. Ich war wütend, aber ich habe nicht aufgelegt. Verdammt. Ich könnte Robert erschlagen. Ich bin froh, dass ich John kennengelernt habe. Ich kenne wenig Leute. Ihr habt doch so viele Freunde. Meinst du? Wirst du ihn wiedersehen? Ich weiß nicht. Whitney, wozu? Wozu? Um Adieu zu sagen? Das haben Robert und ich auch einmal gemacht. Wir sind extra nach Brighton gefahren. Muss nicht. Wann war das? Vor 7 Jahren. Oh, oh Claudia. Kaffee. Na, endlich. Miriam, dein Instrument ist in Ordnung. Danke. Letzte Woche war ich in der Elisabeth Hall. Das ungarische Streichquartett wird fabelhaft. Ich wäre auch fast gegangen. Bartoks zweites und viertes. Ich weiß, ich habe das Programm gelesen. Da. Ja, warum habe ich Sie denn nicht gefragt? Heilje. Aber das nächste Mal werde ich Sie fragen. Bestimmt. Claudia, wir erleben das zarte Keimen einer Amicitia Musicale. Robert ist wieder glänzender Laune. Fangen wir an. Im Konzert habe ich gedacht, warum wir eigentlich nicht mal Bartok versuchen. Keine schlechte Idee, das dritte. Und nicht das dritte. Da hat ja alles die erste Violine. Na eben drum, sonst hätte es ja gar keinen Sinn. Robert. Claudia. Fangen wir an. Miriam. Miriam träumt. Rudi? Ja? Charlottes Zahn ist doch immer nicht ganz in Ordnung. Kann ich nächste Woche kommen mit dir? Welcher? Der neben der Krone, es ist wichtig. Aber ja, Miriam, natürlich. Jetzt wird's kompliziert. Halt den Mund. Also, wir spielen Mozart D-Moll. Rudi, wir haben Ihnen einen Abend voraus, aber schlechter als Ihr Rivale können Sie ja gar nicht sein. Sei endlich still, Robert. Ist das? Also bitte lento am Anfang und ohne Nachprobieren. Moment noch. Okay. Nicht forcieren. Ja, ja. Und aufgepasst bei Takt 33, 34, weiß Claudia. Ich doch. Also dann, alles in Ordnung. Also. Oh, was für ein dummer Mensch du bist. Bitte. 3, 4. Woran denkt Miriam, frage ich mich. Thank you.
Kaum bin ich ein paar Tage weg, verschrammst du mein Boot. Ich weiß ja auch nicht, woher der Kerl plötzlich auftaucht. Der fuchtelt da hilflos mit den Armen hin und her und grinst über das ganze Gesicht. Ein Glück, dass er mich nur gestreift hat. Einer vom Club? Nein, nein. War es ein Ausländer? Nein. Irgendein Gemüsehändler. Also, weißt du? Ja, nicht den Schweden was über die englische Revolution beibringen. Welche? Die, die kommt? Nein, diesmal da. Hören wir bloß auf mit Revolutionen. Die sind alle überflüssig. Na eben, das wissen nur die Schweden noch. Verschrammt der mein Boot. Ich sagte doch, es war ein Irrer, irgendein Sonntagssee. Das wird wohl nichts mehr heute. Mhm. Neuer. Ein neuer Anstrich würde dem Boot ganz gut tun. Ja, machen wir es doch. Mhm. Aber bald. Ich habe einen Trimaran gesegelt in Schweden, du, das war fabelhaft. Ja, und ich habe hier deinen alten Kerl. Und verschrammst mein Boot. Nochmal dasselbe. Na, warum nicht? Du, der Doktor, der Zahnarzt, war der wieder dabei? Ja, und wir haben dich sehr vermisst. Aber Mozart hat's ganz gut gesagt. Ein zauberhafter Tag. Ja, scheußlich. Sie hat sich in dich verliebt. Und ich liebe sie. Weißt du, ich kann das. Mich durchwursteln. Du nicht? Na und? Du fängst einfach etwas an. Ohne viel zu überlegen, was? Das macht mir etwas krumm. Könntest du versuchen, nicht allzu viel kaputt zu machen? Nichts wird kaputt gemacht. Ich halte nichts von kaputt machen. Das muss auch gar nicht sein. Nur Dummköpfe tun das. Ach du, Gregory hat mal wieder Schwierigkeiten mit Mathematik. Kannst du mir ein bisschen helfen? Ich glaube, die sind gerade bei, wie heißt das, Geometrie. Ja, ja, klar. Pat wird froh sein. Ich mag Pat. Ja, also wollen wir dann übers nächste Wochenende den Kamm streichen? Ja, nächstes Wochenende will ich in Norfolk. Wieso in Norfolk? Besuch da einen Freund, einen Bäcker, der da Ausgrabungen macht in der Nähe von Yarmouth. Römische? Ein angelsächsischer. Miriam wird da auch ihren Verleger besuchen. Ausgerechnet in Norfolk. Nur warum denn nicht? Ich sage ja, du fängst etwas an. Und aus Miriam werde ich auch nicht mehr klug. Das gefällt mir an ihr. Norden doch auch. Nein, nur in Wessex wurden Finger gefunden. Nördlich der Musikanten. Beziehungsweise nur als Kriegsbeute. Wobei die Frage offen ist, Beute aus welchem Krieg? Vom Feldzug gegen Mörser. Ich habe kürzlich eine sehr gute Arbeit darüber gelesen. Von den Polen komischerweise. Ja, ich glaube, es war Mischeblatt Dwarfs oder so ähnlich. Der hatte eine hochinteressante These aufgestellt. Ich habe es aus einer französischen Fachzeitung. Lesen Sie die. Entschuldigung. Also, diese Zeitung hat das abgedruckt, den ganzen Artikel meine ich. Denn bei italienischen Ausgrabungen südöstlich von Faenza wurden übrigens ähnliche Erkenntnisse gewonnen. Kennen Sie die Arbeit von Marcello Scalabri? Habe ich gar nicht an dich gedacht. Doch. Ich habe. Ich kam nach Hause, sah Gabriel und dachte an dich. Ich will nicht, dass wir auf eine Geschichte zutreiben. Um Gottes Willen verstehst du mich, Liebling. Wir sind mittendrin. Ich weiß. Ich wollte es ja auch.
Ja. Was ist das eigentlich? Ach, der Vorwand für meine Reise. Schau. Sie bauen diese kunstvollen Gespinste. Und vielleicht kommt ein Vogel, nur eine halbe Minute, nachdem sie sich gepaart haben und... Oder bevor sie. Und Grabsch? Mach das nochmal. Was? Weißt du, man kommt gar nicht auf die Idee. Du triffst jemanden zum ersten Mal oder zum hundertsten. Naja, und eines Tages... Mein Gott, du hattest vergessen, dass es das gibt. Du sagst dir, das passiert doch nur den Freunden deiner Freunde. Warum lachst du? Lachst du mich aus? Nein. Ich lache einfach. Geht es dir auch so? Ja, Liebling. Wirklich? Das ist gar nicht wichtig. Darf es auch nicht sein. Sonst bleibt die Welt stehen. Und alle purzeln runter. Den Strandläufer. Eine Zoologin. Wir werden nicht davonlaufen. Wir werden auch unsere Kinder nicht im Stich lassen. Ich weiß. Das könntest du gar nicht. Du auch nicht. Nicht aufeinander gewartet. Hast du sie geliebt? Als du sie geheiratet hast? Nein, nein. Ich will's nicht wissen. Was soll ich ohne dich machen? Wir werden nie zusammen zu den Elefanten gehen dürfen. Oder doch? Ja. Ich frage mich, ob du mich bemerkt hättest. Überall, sofort. Auf der Straße? Im Fenster. Ich habe die Haare ganz kurz getragen. Das hätte nichts geändert. Hätte, hätte. Es ist entsetzlich. Vor 2 Jahren war ich auf Naxos und dachte mir, ja, hier ist alles möglich. Odysseus war wirklich hier und hat dem Zyklopen das Auge gehabt, genauso wie er es behauptet. Auf Naxos? Ja. Wollen wir hinfahren? Claudia sagt, das Leben ist banal. Das Leben ist nicht banal. Ist das auch wirklich wahr? Ich habe so Angst vor Katastrophen. Bitte, Liebling. Keine Katastrophen. Müde?
Ich liebe dich. Du bist eine fabelhafte Köchin, Betty. Warum kommst du dann so selten? Wegen gewisser Umstände. Ah, du enthältst mir Claudia vor. Aber mein Verhältnis zu Janet würde nicht leiden, wenn ich Claudia kennen würde. Macht dir eigentlich Spaß, ein derart kompliziertes Leben zu führen? Ich habe keine Wahl. Ich bin natürlich verwöhnt. Ich habe einen Mann, der mich nicht sonderlich liebt, aber auch nicht wirklich daran denkt, etwas zu ändern. Beneidenswert, nicht? Sehr lustig. Obwohl ich in letzter Zeit etwas Schwierigkeiten habe mit ihm. Hör mal, so kannst du nicht über mich reden. Nicht, wenn ich dabei bin. Soll ich den Nachtisch holen? Dabei hat er nichts lieber. Woher willst du das wissen? Ich habe dich beobachtet. Ach was. Unsinn. Frag Robert. Meine Liebe, Robert ist unser Gast. Das ist doch peinlich für ihn. Er ist kein Gast, er ist ein Freund. Ja, dann erst recht. Und nicht nur deiner. Nicht wahr, Robert? Ja. Siehst du. Robert, es lag nicht in meiner Absicht, dich in Verlegenheit zu bringen. Glaubst du, Gregory wird es schaffen? Aber ja. Kannst du ein Auge auf ihn haben? Sein Vater hat andere Dinge im Kopf. Pat, verzeih. Aber John benimmt sich 10-mal besser als ich. Okay. Täusche ich mich mal wieder. Wie immer. Was ich übel nehme, ist ja nur, dass ein solches Geheimnis darum gemacht wird. Ich würde ja vielleicht mitspielen. Mein Leben ist langweilig genug. Ja, ich würde sogar mit dem allergrößten Vergnügen mitspielen. Das würde unsere Ehe vielleicht ein bisschen beleben. Diese Art von Takt ist alles andere als Takt. Und Liebling, zumindest könnte ich mal wieder einer Meinung sein mit dir. Jawohl. Sie hat längere Beine als ich. Ja, sie ist viel intelligenter. Ja, sie ist alles, was ich nicht bin. Kennt Janet Claudia? Ja, sie sind sich mal begegnet. Zufällig? Ja. Und? Ging das gut? Ich fürchte, nein. Ja, ja, es ist ein Jammer, was soll man machen? Ich habe so versucht, mich für ein paar andere Dinge zu interessieren. Hör mal, Robert. Könntest du mir nicht vielleicht auch Mathematik beibringen? Dann könnte ich vielleicht noch studieren. Mit dem größten Vergnügen, Pat. Während ich warte, bis mein Mann sich entschlossen hat, mich zu verlassen. So, jetzt hole ich unseren Nachtisch. Übrigens, ihr seid nicht die einzigen Musikliebhaber. Und ich habe auch meine Vorlieben. Brahms? Ja, gern. Geh, wohin du willst mit ihr. Nach Timbuktu oder Hastings oder sonst wohin. Und lebe mit ihr bis an dein seliges Ende. Nur lass nicht den Zooführer rumliegen. Denn das ist erniedrigend. Vor 15 Jahren hast du mich in den Zoo geführt. Und anschließend in die Wallace Collection. Ich hätte ja gedacht, dass einem in 15 Jahren, Robert, glaubst du nicht, in 15 Jahren eine andere Tour einfallen könnte. Da waren wir gar nicht in der Wallace Collection. Tut mir leid um den Abend, Robert. Ich konnte Miriam nicht in all das hineinziehen. Ist zu gut dazu. Und ich liebe sie genug, um das zu erkennen. Und sie? Auch. Schrecklich. Der Pudding. Willst du nicht den Jungs gute Nacht sagen?
Möchtest du dich nicht bei Robert entschuldigen, wegen vorhin? Ja. Das ist fair. Du siehst, wie zivilisiert wir sein können. Armer John. Er leidet. Und dabei ist er so rücksichtsvoll und nett und alles. Aber sein ganzes Selbstbewusstsein ist angeschlagen. Kein Wunder. Man kann nicht ein anderer sein wollen, als man ist. Aber das Schlimmste, ich bin im Zweifel, ob er wirklich ein guter Historiker ist. Pat, wie kannst du so etwas sagen? Ich kann es. Siehst du, was er nicht erkennt? Und selbst wenn er es erkennen würde, er würde es bestreiten. Ist, dass ich nicht sterben würde, wenn er mich verließe. Ich glaube, ich könnte mir nochmal ein neues Leben aufbauen. Es wäre schwer. Und wahrscheinlich würde ich einen Riesenkrach machen. Aber ich würde ihn auch bewundern. Fang mit dem Pudding an. Oh. Das ist mein Lieblingspudding. John, es ist Roberts Lieblingspudding. Was für einer ist das denn? Ah ja. Meiner auch. Na bitte. Alle sind glücklich und zufrieden. Robert ist glücklich. Warum du nicht? Wie war's in Norfolk? Ach Gott, wir haben gearbeitet. Läuft es so, wie du wolltest? Wie meinst du? Ja, soweit schon. Ich dachte, du hättest dich geärgert. Nein. Wieso? Ach, könntest du mir den Gefallen tun, am Donnerstagabend mit so einer Party bei den Hoyers zu kommen? Ja, gut. Ich habe kaum gewagt, dich zu fragen. Wieso? Und es ist der Donnerstag. Liegen dir deine Musikabende nicht mehr so am Herzen? Nein. Nicht mehr so. Und Claudia hat eine Nachbarin, die glücklich wäre, für mich zu spielen. Eine Irin. Warum magst du eigentlich die Iren nicht? Wieso? Ich habe doch nur gesagt, sie ist Irin. Ich bin müde. Weil wir einmal allein sind. Du kannst es nicht ertragen, wenn es still ist. Ich bitte dich. Ich habe den ganzen Tag lang mit Menschen zu tun. Und das ist meine Entspannung. Aber da quatschen doch nur wieder Leute auf dich ein. Bist du sicher, dass dir in Norfolk oder wo du warst nicht doch etwas schiefgelaufen ist? Ziemlich sicher. Wenn es Frieden mehr nach Ost geben wird, dann werden sich die Geschäfte weiter verbessern. Gott segne. Der einzige Unterschied zwischen dir und deinen Wählern ist der, dass sie Krimis sehen und du Magazine. Weil da deiner Art Leute quatschen. Manchmal bist du aggressiv, weil dich jemand geärgert hat. Und manchmal, so wie heute Abend, weil du dich selbst nicht leiden kannst. Warum kannst du dich selbst nicht leiden? Weil ich feige bin. Stell bitte den Ton lauter. Wenn du mich nicht mehr ertragen kannst, solltest du gehen. Schon wieder keine langen Socken mehr. Was, schon wieder? Ja, sind keine mehr da. Das kann nicht sein. Ich habe vor kurzem noch ein halbes Dutzend gesehen. Überzeug dich. Ich verstehe nicht, warum du dir deine Socken nicht einmal selbst kaufen kannst. Nur ein einziges Mal. Gut, du hast keine mehr. Aber du weißt, welche du willst. Du weißt, wo sie zu haben sind. Geh hin und kauf sie dir. Kein Wunder, dass die Frauen auf dem Land für Salat fliegen. Unsere Söhne, so
Nassers. Suez war Nassers Fehler. Ich verstehe. Die Ägypter sind schuld. Nicht die Franzosen, die Engländer, die Israelis, sondern die Ägypter. Aber meine Herren... Sie haben den Kanal geschlossen. Sie wollten ihre eigene Show haben. Und warum nicht? Ja, ja. Und wir sollten da sitzen und uns abwürgen lassen. Es hat uns viel eingebracht. Was? Unsere Intervention mit allem militärischen Brimborium. Wir mussten das Öl schützen. So. Und wann war das? 1956. Wieso? 1956. Jetzt frage ich Sie allen Ernstes. Glauben Sie, dass diese Aktion zu diesem Zeitpunkt gerechtfertigt war? Das ist wahr. Das ist alles umsonst. Alec Yates Bruder kommt auch zu den Hoyers am Donnerstag. Wie heißt er? Wilbur. Der Autor. Alec sagt, er will dich schon einmal kennenlernen. Wer? Wilbur Yates. Hoffentlich wird es nicht zu langweilig. Hm? Am Donnerstag. Letztes Mal habe ich mich gut unterhalten dort. Ich gehe schlafen. Kommst du auch? Ich habe Kopfschmerzen. Meine sind weg. Diese Rituale. Was? Diese Rituale der Liebenswürdigkeit. Na ja, ganze Nationen leben von Ritualen. Auch die Kommunisten? Was? Warum tust du eigentlich so, als ob du ein Linker wärst? Warum bist du so hässlich? Wir hätten Charlotte nicht ins Internat schicken sollen, das war ein Fehler. Du wolltest es aber. Nein, das stimmt nicht. Ich wollte sie hier behalten. Sie hätte so gut hier in Wimbledon in die Schule gehen können. Ach Gott. Sie wollte doch am Wochenende vorbeikommen, das habe ich ganz vergessen. Ja, mit Mr. und Mrs. Moss. Bevor Mr. Moss starb. An einer Herzattacke. Einen besseren Tod kann man sich gar nicht wünschen, sage ich immer. Meine Schwester starb an einer Funktionsstörung der Leber. Das war gar nicht schön. Meine andere Schwester hatte eine geschwulst. Man hat uns aber gesagt, dass es nicht das war, was wir glaubten. Kann sein, kann auch nicht sein. Jedenfalls bekam sie noch eine Nierensache. Zu der geschwulst dazu. Daran ist sie dann auch gestorben. An der Nierensache, nicht an der Geschwulst. War noch bevor es die Nierenmaschinen gab. Aber ich sage immer, wenn die erst einmal überall stehen, wird jeder damit behandelt werden wollen, ob sie braucht oder nicht. Sie werden sehen, wir werden noch unsere Wunder erleben. Nein, Mr. Moss starb in der Nacht nach einem wunderschönen Abend mit dem E-Dur von Haydn. Sie kennen es. Er hat noch mit aller Hingabe gegeigt. 6 Stunden später war er tot. Das nenne ich einen Abgang. Nehmen Sie ein Sandwich, Mrs. McCullers? Oh, danke. Ja. Bitte schön. Danke. Sehr liebenswürdig, dass Sie mich aufgefordert haben. Mrs. Hilliard konnte wohl heute Abend nicht. Nein. Es ging ihr nicht sehr gut in letzter Zeit. Oh. Außerdem musste sie heute Abend zu einer Einladung. Ihr Mann ist Politiker. Ich spiele nicht gut vom Blatt. Sie werden nicht so streng mit mir sein, nicht wahr? Ja, ich bin eigentlich. Er ist ein ausgesprochener Tyrann, Mrs. McCullers. Na ja, ein Mann soll ein Mann sein in solchen Dingen. Mr. Moss war viel zu sanft mit uns. Nein, ich gehe schon. Ah, mein lieber Rudi, kommen Sie rein. Habe ich mich verspätet? Nein, nein, kommen Sie rein. Hier, das ist Dr. Bartmann, Mrs. McCullers
Nachbarin und Mitspielerin. Enchanté. Guten Abend. Mrs. McCullough springt heute Abend für Miriam ein. Minuten Zeit, wir sind eingeladen, weißt du. Mir ist nichts anderes als dieses Café eingefallen. Ich dachte, also man hat es dir ausgerichtet? Ja, was ist los? Eigentlich wäre ich ja bei Claudia heute Abend. Was möchtest du haben? Nichts. Eine Tasse Kaffee bitte, du wahrscheinlich lieber einen Drink. Nein, zwei Tassen Kaffee bitte. Gern. Du siehst aber abgespannt aus. Ist was passiert? Nichts. Nein, nichts. Geht es dir gut? Ja. Passt jemand auf dich auf? Ich passe auf mich selbst auf. Ist das auch wahr? Dein Kleid ist reizend. Ja, gefällt es dir? Mhm. Also, was passiert ist, eine Freundin von mir hat ein Haus auf einer der griechischen Inseln und das hat sie mir angeboten. Es steht leer im Moment und die Jahreszeit wäre ideal, sagt sie, falls ich Lust hätte. Ich war doch noch nie in Griechenland. Und Charlotte ist im Internat. Für zwei Wochen vielleicht, dachte ich. Ich glaube, ich brauche ein paar Tage Ruhe. Ja? Ich dachte, ich frag dich, ob du vielleicht weißt, wie es dort ist? Ja, welche Insel meinst du denn? Tinos. Ah ja, ja, das ist eine von den bekannteren. Im Sommer würde es dir wahrscheinlich da nicht gefallen, aber jetzt ist es da bestimmt herrlich. Wie schön. Die Menschen sind so freundlich da unten. Mhm. Besonders die Frauen. Ja. Ich fahre wahrscheinlich am Wochenende. Mhm. Ich habe so viel an dich gedacht. Ja. Mein Liebes. Immerzu. Aha, jetzt schwindelst du. Wenn ich allein war. Doch. Ach, du, gestern Abend habe ich in alten Sachen gekramt. Ja? Und dabei das hier entdeckt. Ich finde, sie sieht aus wie du. Das ist die zweite Frau des bösen Tiberius. Sie sieht nicht glücklich aus. Ich muss gehen. Ich habe nicht mal mehr Zeit, meinen Kaffee auszutrinken. Ach Gott, jetzt hast du den weiten Weg hierher ganz umsonst gemacht. Ganz umsonst. Das war doch wichtig. Eine Insel. Schreibst du mir eine Karte? Darf ich denn? Man kann so schöne Ausflüge von da aus machen. Mindestens einmal am Tag liegt der Dampf an. Ja, das werde ich sicher tun.
Und du? Was wirst du machen? Arbeiten. Ja. Ich wollte dich noch einmal sehen, bevor ich fahre. Ach, Miriam. Ja, Liebling. Miriam, musst du gehen? Wohin? Heute Abend. Aber natürlich. Und wenn ich wieder zurück bin von Griechenland? Gute Nacht, Lilly. Wirklich überhaupt nicht. Ich war noch nicht im Bett. Wo bist du denn? Ach ja, ich dachte doch, es klingt wie auf einer Party. Wie? Wohin? Nach Griechenland? Ich? Sag mal, wie stellst du dir das vor? Ich habe doch einen Beruf. Ja, natürlich wäre das herrlich. Charlotte, klar. Du, ich verspreche dich, ruft sie jeden Tag an, wenn du es willst. Ja? Wie viel Uhr ist es denn? Magst du dich noch vorbeikommen? Kannst auch hier schlafen. Ja. Aber eines musst du mir versprechen, mein Engel. Vergiss einmal alles. Denk an keinen von uns, wenn du dort bist. Verstanden? Wie? Ja, auch nicht an ihn. So, und jetzt versuch mal, deinen Gabriel loszueisen und fahrt nach Hause. Ja? Du, es macht überhaupt nichts. Gut? Nacht. Ich dachte, du schläfst. Nein, da irrst du dich. Ich weiß. Ich irre mich oft. Oh ja. Aber es hilft nicht. Ich brauche keine Hilfe.
anstrengend ist so eine befriedigende Tätigkeit. Ich bin richtig froh, dass du es verschammt hast. Das wird direkt ein neues Boot. Ja, das Dumme ist nur, dass man nicht weiß, ob es bis morgen trocken sein wird. Eins haben die neuen Farben auf jeden Fall für sich. Sie sind ungemein sinnlich. Um nicht zu sagen sexy. Findest du nicht? Ah. Ich werde jedenfalls auf das Boot außerordentlich stolz sein. Hallo. Hallo. Ich bin Jackie. Freut mich. Das ist ja ein super Boot. Ah, ich habe sie hier noch nie gesehen. Na, ich war auch noch nie hier. Ich bin mit Papi da. Papi ist Bill. Na, wer ist denn Bill? Bill Ross. Ah, Bill Ross. Also das ist Robert und ich bin John. Wissen Sie, ich bin noch nie mit einem kleinen Boot draußen gewesen. Ist das nicht komisch? Wahrscheinlich haben Sie noch ganz andere Interessen. Klar. Segeln Sie heute noch? Nein, erst morgen. Ja, falls die Farbe bis dahin trocken ist. Na, vielleicht lasse ich mich morgen mal sehen. Unser Boot ist so riesig, wissen Sie, dass es überhaupt keinen Spaß macht. Wie groß ist Ihres? 13 Fuß. Heuern Sie mich an? Für einen Tag? Was meinst du, Robert? Ah, es ist dein Boot. Na schön. Wenn wir nicht ohne Sie in See stechen. Aber ziehen Sie sich was Warmes an. Klar, ich habe super Zeug aus Kanada. Sieh, die Mütze, die ist schon sehr gut. Ja? Die ist von Papi. Geklaut. Tschüss. Beziehungen zwischen Menschen dürfen nicht zu tief gehen. Sie müssen an der Oberfläche bleiben. Pat und ich, wir haben eine oberflächliche Beziehung. Gott sei Dank. Wenn ein Mann und eine Frau einander verfallen, dann zerstören sie sich nur gegenseitig und richten unübersehbaren Schaden an. Miriam und ich, wir haben uns ernsthaft verliebt. Wenn wir aufeinander verzichten, dann nicht aus Mangel an Mut, sondern aus Verantwortungsgefühl. Aus Achtung voreinander. Ist auch nicht wahr, was Pat sagt. Die Frau bekommt keinen zweiten Mann mehr. Der Mann ja. Der verheiratet sich wieder. Aber was ist das dann für eine Frau? Da musst du noch mal drüber gehen. Das haben sie mal in der Bar gespielt. Mit Claudia. Ja, muss auch schon 4 oder 5 Jahre her sein. Laden wir Claudia nicht zum Essen ein heute Abend. Sie ist nicht da. Oh, schade. Ich glaube, sie musste zu Miriam. Miriam ist in Griechenland. Ja, Gabriel hat angerufen. Ich weiß auch nicht, weshalb. Vielleicht irgendetwas mit Charlotte. Hat sie nichts gesagt? Nein. Nur, dass Gabriel sie gebeten hat, zu kommen. Ja, was wollte er denn, Herrgott, noch mal? Ich habe sie nicht gefragt. Hast du ihre Telefonnummer? Nein, die habe ich ja selber. Ja, warum? Was willst du denn? Ich rufe Claudia an. Krach? Nein, nein, nein. Aber wenn Sie wollen, nehmen Sie einen Pinsel und helfen Sie uns. Gern. Als Maler ist er nicht toll, was? Charlotte ist mit ihrem Vater vor 2 Stunden hingeflogen.
habe sie aus dem Internat geholt und zum Flughafen gebracht. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals meinen Fuß in dieses Haus setzen würde. Mein Gott. Ja und, weißt du nichts Näheres? Sie scheint mit einem Boot hinausgefahren zu sein. Das Boot ist gekentert. War sie allein? Keine Ahnung. Vermutlich. Das Telegramm scheint völlig verstümmelt angekommen zu sein. Irgendein Hotel hat's geschickt. Ich habe Gabriel nur kurz am Flughafen gesehen. Wo hast du ihn gesehen? Ich konnte ihn nicht fragen. War es ein Unfall? Was glaubst du sonst? Das ist verrückt. Ich hatte nicht die geringste Ahnung. Nicht das leiseste Vorgefühl. Also, sie ist ertrunken. Unter Umständen, die wir nicht kennen. Er hatte mich noch angerufen. Gefragt, ob ich nicht mitfahren will. Fast gebeten darum. Ich habe mir das im Moment nicht so klar gemacht. Es passte ja eigentlich auch gar nicht zu ihr allein zu fahren. Natürlich, Charlotte konnte sie nicht mitnehmen. Oh, verdammt nochmal. Ein Mensch sucht Hilfe, bringt's aber nicht heraus. Du weißt, was er sagen will, aber du willst es nicht hören. Was? Hilfe. Ich ertrinke. Was wusstest du von ihr? Nichts. So gut wie nichts. Was hast du gesagt? Ach, nichts, gar nichts. Sie hatte Depressionen. War labil. Ja. Aber sie war doch nicht krank. Nein, sie war nicht krank. Herrgott, wir wissen doch gar nicht, was passiert ist. Vielleicht ist ein Sturm aufgekommen und das Boot ist gekentert. Ja, wir haben mein Boot gestrichen. Wer weiß, ob sie überhaupt mit einem Boot draußen war. Wie meinst du? Sie konnte doch schwimmen. Ach, frag mich nicht, bitte. Ich war ja nicht dabei. Soll ich uns Kaffee machen? Ja, bitte. Mein Gott. Aus heiterem Himmel. Ja, aus dem heiteren griechischen Himmel. Gregory scheint direkt Spaß gefunden zu haben an Mathematik. Dank Robert. Gib dich keinen Illusionen hin, mein Schatz. Ich war nicht der Grund. Meinetwegen hast du es nicht getan. Was? Nichts getan. Und wie auch immer. Du hast sie nicht umgebracht. Wahrscheinlich gab es hunderte von Gründen. Ich habe an etwas ganz anderes gedacht. Hola.
Frau will schon lange weg von London. Ich habe sie noch nie ernst genommen. Schade, Rudi. Sie geht zu einem Makler und der steckt ein Schild in meinen Garten zu verkaufen. Drei Interessenten haben sich schon gemeldet. Ein Arzt wird es wohl kaufen. Ein Schotte. Ich sehe sowieso nicht, wie wir hier weitermachen wollen. Es ist nicht mehr das Wahre. Sie war eifersüchtig auf die Musik? Auf Miriam. Obwohl sie sie nie gesehen hat. Claudia spielt ja auch Klavier. Wir werden uns in Zukunft auf Duos konzentrieren. Es ist nicht so gefährlich. Hat sich noch irgendwas herausgestellt über Miriam? Nein. Ich entschuldige mich, aber ich hatte einen sehr schlimmen Tag. Mein Onkel hat wieder ganz böse Geschichten mit seinen Beinen. Offen bis auf die Knochen. Ich habe es Ihnen ja neulich schon erzählt. Nicht wahr? Ja, was will man? Er ist 88. Fangen wir an. Ja, natürlich. Was als erstes? Ja, ich würde sagen, ein Schubert. Ich hatte mich so auf heute Abend gefreut. Aber jetzt, unter was für Umständen. Das Quartett wird sich leider auflösen, Mrs. McCullough. Oh nein, nein. Woran ist Mrs. Hilliard denn gestorben? An der Liebe. Oh, machen Sie sich nicht lächerlich. Also sind wir soweit? Sie haben bitte etwas Nachsicht mit mir, ja? Sostenuto. Oh, Moment, meine Brille. Ihr denkt immer, alles ist ein Spiel. Aber das ist nicht wahr. Drei, vier. Ich kann nicht leben ohne dich. Das darfst du nicht sagen, Mary. Nie. Verzeih. Ich sag's nicht wieder.